Dein Ausschnitt, Sie sind dann in dieser Konstellation bei Wetten, dass bei Thomas Gottschalk aufgetreten. Wir haben einen kleinen Ausschnitt, dass wir mal einen Eindruck bekommen, wie das aussah und klang. Schon gesagt, Sie haben durch Ihre Arbeit, durch Ihre vielen Produktionen international diese Kollegen alle gekannt. Trotzdem, wenn jemand anders, es gibt ja auch viele andere Studiomusiker, wenn jemand anders die angerufen hätte und gesagt hätten, komm, lass uns zusammen was machen. Ich stelle mir vor, viele hätten gesagt, nein, danke. Da muss doch noch irgendwas anderes sein bei Ihnen, dass Sie die dazu bekommen haben. Da gibt es natürlich einige Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Ich denke, dass die Wertekompatibilität, das ist das Wichtigste. Also ich meine, die künstlerische, musikalische, das sowieso. Da muss also ein gegenseitiger Respekt vorhanden sein und man muss diese Wertekompatibilität auch in andere Bereiche, außerhalb der musikalischen, also vorfinden können, respektive gemeinsam leben können. Also sei es im politischen, im philosophischen, im allgemeinen intellektuellen Bereiche. Wir haben auch sehr vieles über unser persönliches Leben, also Familie, Kindererziehung, sonst was, uns ausgetauscht. Und ich glaube, es also gibt tatsächlich also, viele auch gemeinsame Hobbys, also wir sind fast alle Hobbyköche. Das muss ja unglaublich köstlich gewesen sein in dieser Wohngemeinschaft dann in der Zeit. So. Ah, das war eben der Room Number 8, der übrigens deshalb Room Number 8 heißt, weil kein der Amerikaner und Engländer hatte Straßennamen, nämlich das ist eine Rotbuchenstraße. Und das konnten sie ja nicht aussprechen und haben sie irgendwann mal gesagt, das ist der Room Number 8. Gibt es denn andere Träume, die Sie sich noch realisieren wollen, von denen wir irgendwann vielleicht in den nächsten Jahren noch hören werden? Ja, ich denke, dieses Album hat so dermaßen viel Spaß gemacht und da haben wir für uns subjektiv versucht, das Beste in ein Album hineinzuschreiben und hineinzuspielen. Wenn uns das Schicksal es gönnen würde, alle 3 Jahre so ein Album machen zu dürfen und vielleicht eines Tages auf Tournee zu gehen, dann wäre ich sehr glücklich. Wie auch, das finde ich eine tolle Idee. Liebe Zuschauer, wir wollen gleich zum Schluss noch einen kleinen Ausschnitt von People in Room Number 8 hören. Freuen Sie sich nochmal auf People in Room Number 8. Dankeschön, dass Sie mal da sind. Through these highs and lows, time must ebb and flow.
and break out of the shell. Let the music show you.